Mit Moin, Leute. Heute sind wir mal unterwegs auf ein ganz besonderes Ding. Wir sind aber schon, wenn ihr wandert, da sind die anderen. Tino noch? Ja. Lasst euch mal überraschen. Nach der Intro geht's weiter. Guten Tag. Ja, und wir haben jetzt mal die Location hier. Bis gleich. Was war bitte? Diese. Au! Geil. Ein bisschen. Aber das waren doch hier keine. Ach, das waren hier diese komischen Stehkackklos, ne? Ich hab's also. Die wie in Frankreich. Alter. Jetzt. Warte. Dirk macht den Vorführer. Und gemütlich? Ja. Eigentlich, wenn er so sitzt, ja. Muss aufpassen, dass er den nicht auf Tacken läuft, Alter, beim Durchfall. Achso. Ja, übrigens, da draußen wird schon Abriss gemacht. Da stehen die ganzen Fahrzeuge. Seht euch das mal? Die Abrissbagger und Co. Ah ja. Wir nehmen das Ding jetzt trotzdem noch mal einmal mit. So, die anderen sind natürlich schon wieder vorher. Schön alter Kamin. Geil. Guckt euch den Boden an. Ach du Scheiße. Oha. Hier ist ja schon nach raus. Ah, da ist ein Keller. Hier waren auf jeden Fall welche vor kurzem. Achso, nur dass ihr Bescheid wisst. Tino, hier waren welche. Ja. Und die Fußboden sind doch frisch. Also, müssen wir aufpassen. Auf jeden Fall gehen die rein und raus. Aber mehr raus als rein. Ja, das wusste ich. Die gehen auf jeden Fall raus. Aber gut, vielleicht ist das der Security hier? Ich weiß es nicht. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst, hier gibt es auf jeden Fall Security. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Also falls ihr hier was seht, einfach schreien. Wie kommt man da raus? Fußspulen vorhin. Oder halt hoch. Und mal von oben gucken. Naja, wir sehen mal weiter. Bis gleich. Aber die Treppe sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, bis auf die Verkleidung hier außen. Ja, geht doch. Da geht hier noch eine Etage hoch. Alter, pass auf den Boden, ja, der ist komplett durchgesifft. Was ist denn das? Ja, mal gucken. Da ist ein Balken. Oh, da ist alles weich. Was? Nicht zurückfallen. Wie bitte? Fuß nicht zurückfallen, aber weich. Ja, weiß ich. Ich hab's schon gesehen bei dir. Was ist denn das? Ey? Das ist komisch. Holy shit, das ist ja hier richtig weit. Hier auch alles durchgesifft. Weiß nicht, ob man hier durchgehen sollte. Naja, das läuft alles im Boden durch, ne? Das ist halt, wo ich Angst habe. Vor allem die Decke da oben, die ganze Konstruktion. Ja, oh, guck dir mal die Decke an. Die ganzen Hohldinger sind alle frei. Naja, dann gucken wir mal weiter. Also hier ist natürlich schon alles komplett zerwichst. Die Tür komplett auseinandergerissen. Ist nicht ohne, hier in die Räume rein zu gehen. Also das wird hier nicht so wirklich viel mehr drin gehen. Alter,
Naja, man sieht, dass sie abreißen wollen und haben das alles schon entkernt. Oh, das sieht ja gut aus hier. Ja, ein Bullchen doch. Fand ihr das grün, oder? Guckt das Pflänzchen an. Schöner Farn drin. Also ganz ehrlich, ich würde mal sagen, hier haben sie welche gefangen. Wer weiß, was hier war. Oh, hier kommt der ganze Boden hoch. Ich habe einen Tropfen auf den Kopf gekriegt. Guck mal. Habt ihr das schon mitgekriegt, die Zeitung hier? Ja, musst du auf der anderen Seite auch mal gucken. Alter. Das russische. Ja. Oder so, ne? Ja. Russisch oder sowjetisch oder irgendwas. Alter, hier alles voll. Ich kann hier nichts lesen, tut mir leid. Also wenn ihr das von euch lesen kann, gerne. Aber jetzt sehen wir hier mal ein Datum. 1987, naja gut, so alt ist es jetzt auch noch nicht, ne? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das wäre älter. Das ist ja kurz bevor die Wende vorbei ist. Naja. Da kommt Licht. Oh, der Dino ist es. Da lohnt sich das. Ach, holy shit. Das ist ja geil. Das ist ja ein richtiges Gewächshaus hier. Ich kriege immer direkt so aus der Decke raus. Das ist ja geil. Kickt euch das an. Alles voll grün. Grünen Daumen hat er ihn ja. Ja. Wir haben übrigens Besuch. Wir müssen aufpassen. Da laufen sie. Mit Kind. Also würde ich mal sagen, da brauchen wir uns keine Sau machen. Entschuldigung, das Weike. Wir gucken mal, wo die anderen sind. Bis gleich. Hier Klos wieder. Wieder diese Kackdinger. Sehr geil. Hier die Fetzen, die Kackdinger. Okay, hier waren wohl Duschen. Wow. Oha. Die Decke sieht gut aus, ne? Ja, die Kette. Hast du mit der Kette gesehen? Ja, ja. Was ist denn Ditte? Waschbecken. Das sieht aus wie ein Trinkbrunnen. Also hier, ja, hier sieht es besser aus. Hier hast du die Vorlesung. Komm schon. Duschen oder Scheißhaus? Dusche. Könnte sein. Könnte eine Dusche sein. Ich sehe aber keinen Bodenablauf. Oh, woher hinten, ne? Hm. Das ist halt ein Das ist lustig. Der Bodenablauf sein. Ach, guck mal, die Pfeiler, die da drin gerammt sind, sehen noch relativ neu aus, ne? Ja, sieht aus wie Spielplatz. Ja, ne? So Windsiegel und so ein Scheiß. Genau. Okay, Alter, der Dach da unten ist schon richtig runtergekommen. Oh, Junge, Junge. Suchen oder um was die Ruf gehen mit dem Kind, das ist ein kleines Kind. Sieht aus wie 4 Jahre alt oder so. Nee, wir sind nicht daran schon. Oder vielleicht 6. Mach ja los, ich mach. Ja, wir mal nach oben verspinnen. Aber da müssen wir aufpassen. Ist das so dicht oder was? Geht doch mal. Da geh ich nicht hin. Oh.
Alter, da kommt ja alles runter. Ja. Die Tür ein Stückchen weiter auf. Bis jetzt geht's. Also hier geht's. Ist das so? Oh, ich hab gesehen, ihr habt. Geil. Von draußen gibt's einen Keller. Ja, das hab ich auch schon gesehen. Und was sagen Sie dazu? Ganz schön krass, aber ich suche immer noch das eine Haus, wo ich unbedingt hin will. Hm. Das dauert wohl noch einen Moment. Ist der bekloppt oder ist der bekloppt? Nee, das ist ein Dominik. Nein, Monika. Och, lieber, was ist denn das hier? Ach, das sind so eine Schmucktafeln hier gewesen. Ich sehe hier keinen. So, ich wollte euch das mal so ganz kurz mal zeigen. Große Pferdetränke in der Mitte. Große Pferdetränke außen. Wir haben sie gesoffen, die Schweine. Muss bloß aufpassen, ich bin hier mit einer Hauptstraße. Ist nicht ganz so cool. Und die anderen sind schon weg. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Hallo. Da ist Dirk. Ja. Die sind schon draußen. Können die nicht mehr warten, die Bengelsen. So, halt mal an. So erstmal weiter das Playsen gegangen. Warte, wo lag er jetzt? Warte, wir gucken nochmal wieder. Ja. Ist ja wohl eine Matschepampa heute, ey. Oh, fuck. Ja, man ist nie alleine. Hier ist alles rutschig und rutschig. Oh, fuck, Alter. Ich hab so eine ganz beschissene, blöde Vermutung. Mann, dreht euch mal um. Kann sein. Wir gehen jetzt hier rein und gucken da. Ah, okay, das ist der Küchenbereich, wa? Okay. Ich nehme Käsekuchen. Käsekuchen? Kennst du noch Käsekuchen? Käsekuchen. Oder ein Bierchen. Oder ein Bierchen. Ich nehme die Pfannung heute hinten. Oh, ein Bierchen. Ich wollte es gerne verfolgt sein, Leute. Weil ihr steht auf der Küchenseite. Das stimmt. Okay. Du bist der Küchenchef. Dirk, ich nehme Käsekuchen. Warte mal. Ich nehme Fette. Mit Pommes. Oh, warte. Oh, 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 oh. Oh, echt mal, warte, das sieht ja noch richtig sauber aus. Ja. Krass. So, hier. Aber hier muss irgendwas mit Kindern gewesen sein. Guck mal, Anni, das ist Graffiti von außen. Ah, ja, 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 okay, okay. Das ist der Speisesaal. Oh, du kannst schon großer Speisesaal. Teeküche. Teeküche? Ich denke mal, da wird da eine Besteckabgabe gewesen sein. Oh, die Pendeltür, geil. Oh, regnet das schon wieder, oder was? Guck dir mal an, diese da. Es regnet ununterbrochen. Mann, ey. Was nun? Lauf mal rein auf den Boden. Ich guck auf den Boden. Was ist denn? Alter. Da gib mal hier sogar mit Rockfinger. Alter. So Leute, wir haben leider immer noch nicht das Objekt der Begierde gefunden, was wir eigentlich suchen. Das Gelände ist riesig. Ich hoffe, dass das Video ein bisschen was kürzer wird und nicht ganz so lang wird. Aber ich gebe mal Mühe. Ich hole euch dann wieder, wenn wir in dem anderen Objekt gekommen sind, weil hier ist alles Matschepampe. Ja, okay. Ich höre mal auf Dirk. Der hat da Lebenserfahrung. Ja, ich nehme den Weg. Alter, was ist?
nächste Matschebombe hier. Naja, ich hole euch dann wieder, wenn es soweit ist. Bis später. So Leute, wir haben was gefunden. Eventuell ist hier was offen. Ja, ist offen. Okay, Taschenlampe. Ja, muss auch oben sein, aber... Ja, ist ja auch oben, aber trotzdem. Mal gucken. Ja, ja. Man kann ja trotzdem kriegen. Aber es muss trotzdem... Alter, ich bestelle mir heute eine neue Taschenlampe, ohne Witz. Wirklich, kann der Beine nicht mehr mithalten. Da ist doch eine Treppe. Ja, da ist auch eine Treppe. Die ist kürzer. Oh, da ist eine Treppe. Ohne Witz, ich kann meine Taschenlampe nicht mehr mithalten. Ich bestelle mir eine neue. Ich habe dir eine geschickt, die ist gut. Ja, bestellt. Ich kaufe dann über Trumpfig euch jetzt endlich mal die ganz große, was ich hier vielleicht gerade auch. Ich kaufe die Größe nicht hin. Och nö. Boah, Alter. Magnifikkäfer. Oh, voll viele. Magnifikkäfer. Wie? Aber Alter, wir sind eine komplette Versammlung. Das sind die Japanischen. Die sind angreifen. Also mir fehlt das Dach. Ja. Ich finde den ganzen Dach dort eh. Ja, ist ja doof, wenn man seine Batterien zu Hause auf dem Küchentisch liegen lässt. Dann nehmen wir halt die Taschenlampe. Dann ist das so. Geht auch. Ja, aber auf jeden Fall ist das nicht das, was wir suchen. Die haben die Wände rausgezogen. Ja, ja. Also die haben so schon überall irgendwo so teilweise abgestützt. Ja, ja. Die entfernen die ganzen Häuser und dann irgendwann eine Wohnung. Okay. Das ist aber ein schöner Saal hier. Aber das sieht schon wieder fast aus, als könnte das oben das Richtige sein. Naja, neues Dach in der Spitze. Neues Dach mit Tür. Mit neuer Tür. Was ist das hier? Tino? Ah, okay, mit Bautür. Was, der Schlüssel hing? Ach, uff. Ach, uff. Alter. Oh. Alter, welches Gebäude ist das? Wir suchen weiter. Ich hab eine Vermutung, wo es ist. Wir müssen da rein. Ja, ja. Leise zu machen. So, da ich jetzt hier nicht so viel quatschen kann, ein bisschen leiser. Können wir ein bisschen Musik hinterlegen. Ein bisschen sanfte Musik. Alter, der ist so richtig mit Teppich hier. Thank you.
Jungs. So gefährlich, Alter. Oh, guckt euch doch mal diese Marmortreppe an. Das ist das Wahnsinn, verrückt. Geil. Marmorsäule und alles. Komisch ist bei dem. Lass mich erstmal ein Stück zurückgehen. So Leute, jetzt sind wir mal bei dem nächsten Objekt der Begierde, aber wir sind hier glaube ich nicht alleine. Hier sind auch noch Leute drin. Das Schlimmste haben wir ja überlebt. Habt ihr ja gesehen, wir sind da wieder heile rausgekommen, alle Tiki. Jetzt werden wir mal hier nochmal rinwandern. Wenn wir was Interessantes finden, dann holen wir euch dazu. Dann bis dann. So, dann werden wir mal hoch hier mal gucken, ob wir auf den Turm kommen. Aber die Treppe ist schon mal legendär. Finde ich schon mal geil. Ist alles hier komplett versifft und der ganze Putz fällt hier schon wieder ab. Ja, wie immer. Ach du Scheiße. Oha. Nicht anfassbär. Nicht anfassbär. Tropfen voll auf die Kamera gekriegt. Ich hab's auf den Kopf gekriegt. Euer Raphael. Geil. Oh nee. Viele Glocke. Was? Bist du? Oh, na toll. Wow. Der König der Welt! Nee, spring nicht! Doch, spring! Hallo, wie machst du das hier aus? Der Bastelmann! Der Dachstuhl hat aber richtig gebrannt hier, wa? Hier habt ihr eure Kohle! Braunkohle! Der Wahnsinn! Das ist schon spektakulär, auf jeden Fall! Mega! Das ist mega geil! Absolut! Naja! Cool, cool! Boah, du bist ja volle Möhre weggerutscht. Voll glatt hier, das ist scheiße. Was hast du denn gemacht? Seine Kamera ist genau vor meinem Gesicht. Die ist in der Etage tiefer geflogen. Aber wir sind heil geblieben. Ja, ja. Also sie hat auch gefilmt. So, hui! Wir sind gewesen, wir hätten die da oben gelandet. Das hätten wir auch Problem gehabt. So, dann rutsch mal bitte, dass ich hier nicht ohne auf der Fresse friere. Ja, ich mach erstmal kurz aus, ich muss die erstmal sauber machen, bevor ich hier nochmal irgendwie das mache. Ja, dann geht mal wenigstens einen Schritt nach weiter hier. Dass ich hier runterkomme. Ich bin nicht mit der Kamera hin noch. Nee, hab ich nicht vor. Ich merke gerade Sand in die Tiefe hier drin. Das ist nicht gut. Ja. Nee, gar nicht gut. Blase bald auspusten. Deswegen komm noch erstmal runter und mach sie denn sauber, falls du dich nochmal einpackst. Ja, ein bisschen besser gerade. Ja. Guten Tag. Hui. Hier mal, das ist ja ein Tisch. Schon was Malerei. Ja. Sehr russisch. Alter. Na, da hat jeder Hunger gehabt, hat ihn nochmal einfach mal dran geknabbert. Boah, guck mal. Ja, dann rutsch mal. Der Ofen. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Boah, hier. Er hat da jetzt über seine Wattmalereien so ein bisschen noch. Boah, kick dir mal den Tisch, Alter. Der ganze Tisch hält noch die Deckenkonstruktion fest. Das ist ja alles weggeknackt. So, mein Gegen. Koma. Da haben wir das berühmte Wort. Ja. wie im Halloween-Special. Koma. Ja, eindeutig. Ja, das ist aber alles Holz da oben, wa? Ja, ist alles nur Verkleidung, alles nur Show und Schein. Ja. Interessant, interessant. Ein
Finger auf die Arme, Alter. Mann, und ich hab die Kamera nicht angehabt und war nicht mal mit bei. Hier hinten soll Pissoir sein. Ach, wieder diese komischen Stehkack-Klos. Oh, hier ist mal wenigstens ein bisschen sauber, hier ist ein bisschen frei. Jetzt überleg doch mal, du stehst hier und drückst. Halt dann hier annehmen, an, dank, 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 dank. Sind sie alle am Schietern. Ist ja heute. Oh, hier ist gelb-schwarzes Flatterband. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Hm. Wer weiß, wer weiß. So. Auch wenn mich Dominik wahrscheinlich nicht mehr lieb haben wird. Ach, doch, werde ich. Naja, egal. Oh, herrlich. So, Kinders, Daumen oben lassen, Abo machen, Glocke aktivieren und ganz wichtig kommentieren. Wir haben euch lieb, viel Spaß. Zum Kanal geht's da oder da lang, je nachdem. Und ein neues Video gibt es da oder keine Ahnung, irgendwie so. Und jetzt kommt die Patschepote. Tschüss!